Guten Abend. Heute habe ich ein aktuelles Thema, was mich interessiert, wie ihr das seht. Und ich erzähle mal mein sehr ambivalentes Verhältnis zur Medizin, zur Schulmedizin und Alternativ-Heilpraktika, andere Methoden. Ich war nämlich heute in der Klinik und habe meine Schilddrüse untersuchen lassen. Morgen habe ich eine Augenuntersuchung. Wenn man älter wird, stehen diese Dinge öfters an. Und gleichzeitig, obwohl ich das mache, habe ich gleichzeitig auch ein großes Misstrauen der Wissenschaft gegenüber. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich ganz oft Fehldiagnosen hatte. Also ganz praktisch aus meinem Leben kann ich sagen, ich habe mindestens 4, 5 Mal falsche Diagnosen von Ärzten im weißen Kittel bekommen. Das ging ziemlich weit auch. Also ich war schon im Krankenhaus unter Verdacht eines schwersten Tumors, den ich dann letzten Endes nicht hatte. Ist ja schön, aber man fragt sich, wie es dazu kommt, dass 5 Ärzte unabhängig voneinander einen Tumor diagnostizieren, der dann nicht da ist. Naja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich misstraue der Wissenschaft immer wieder, nicht ganz. Ich glaube, dass in bestimmtem Rahmen die Medizin sehr gut ist, aber weil ich das Leben eben ganzheitlich sehe und auch ganzheitlich betrachte, also spirituell gesehen sind wir Seele, Geist und Körper. Und die Wissenschaftler und die Ärzte meistens den Körper alleine sehen, wie eine Maschine, mit der man halt umgeht, wie ein Auto, wo ich Ersatzteile reintue und wieder raustue und wo ich rumschraube. So sehe ich unser Dasein auf dieser Erde nicht. Ich glaube, dass jede Zelle unseres Körpers ein lebendiges Teil des Ganzen ist. Deswegen bin ich da nicht ganz so vertrauend, wie man sein sollte, wenn man ein gläubiger Patient ist. Also ich bin kein netter Patient. Ich bin nicht angepasst und ich hole mir auch immer Meinungen von verschiedenen Ärzten ein. Und ich hole mir sicher auch immer Meinungen aus der alternativen Medizin ein. Wie geht es euch denn damit? Glaubt ihr, dass Homöopathie zum Beispiel euch helfen kann? Mir hilft es. Glaubt ihr, dass ein Heilpraktiker euch vielleicht eher helfen kann als ein Arzt? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Also meine sind ambivalent. Es gab sehr, sehr gute Ärzte in meinem Leben. Ich habe einen wahnsinnig tollen Hausarzt gefunden. Das ist ein Privileg, diesem Menschen begegnet zu sein. Der ist wirklich toll. Und ich bin auch sehr, sehr schlechten Ärzten begegnet. Ich habe eine wunderbare Zahnärztin, da habe ich auch Glück gehabt. Und ich hatte auch schlechte Zahnärzte. Also man muss ja auch suchen. Und ich hatte fantastische Heilpraktiker, Osteopathen und eine ganze Menge Menschen, die mir auf anderer Ebene helfen konnten. Ich bin sehr gespannt von euch zu hören, wie es euch damit geht und wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.